Beginnen möchten wir unseren weihnachtlichen Streifzug nun in Fohnsdorf, denn dort lud man zum großen Fohnsdorfer Adventshopping und was dabei alles geboten wurde, das erfahren Sie aus dem nun folgenden Beitrag. Advent, Advent, die zweite Kerze am Adventkranz brennt. Und dazu passend lud der Tourismusverband und die Gemeinde Fohnsdorf zum Fohnsdorfer Einkaufserlebnis mitten im Advent. Ein Nachmittag und Abend zum Bummeln, Gustieren, einfach zum Genießen der Leben. Das Erleben in Fohnsdorf ist, dass die Geschäfte mitmachen, dass wir unsere Bevölkerung versuchen, im Ort zu halten. Es gibt ja tolle Geschäfte bei uns, wo man einkaufen kann. Und was dazugehört, wir feiern auch immer wieder dieses Einkaufserlebnis mitten Advent. Heute haben wir ja über 270 jugendliche Schülerinnen und Schüler unserer Schulen gehabt, die uns am Hauptplatz dann auch auf den Advent eingestimmt haben mit Gedichten und Liedern. Ja, und jetzt, wenn man auch das sieht, in der Gärtnerei Fortin immer wieder zum Abschluss der Chor La Musica dabei, die Musikschule. Das ist etwas, was wir eigentlich in einer friedvollen Zeit von uns allen eigentlich erwarten. 250 Schülerinnen und Schüler von drei Schulen versammelten sich auf einer Bühne, um mit ihren musikalischen Beiträgen für eine vorweihnachtliche Atmosphäre zu sorgen. Weg die Träume in dir, gib die Hoffnung nicht auf, Weihnachten bedeutet so viel. Herr Bürgermeister, Fohnsdorf hat vieles zu bieten, so wie heute den Erlebnis-Einkauf mitten im Advent. Was verbirgt sich dahinter? Ja, wir haben immer zum Adventstart die große Adventfeier mit den Schulen und ich muss sagen, das ist eine ganz tolle Feier. Die hat ein Ausmaß wie fast die Fischerchöre von der Größenordnung her, weil es nehmen fast 200 Kinder teil und das hilft uns irgendwo, uns auf das Wesentliche zu besinnen, dass er die Adventzeit eigentlich für uns machen sollte. Eine Bläsergruppe der Musikschule Fohnsdorf ergänzte die Darbietungen und machte es so richtig besinnlich. Der Zuspruch der Fohnsdorferinnen und Fohnsdorfer war groß und für das leibliche Wohl sorgten die Elternvereine aller beteiligten Schulen. Liebevoll festlich geschmückte Schaufenster, jede Menge Weihnachtslieder und romantisch mit Kerzenlicht dekorierte Gassen luden zum Shoppen und Verweilen ein. Die teilnehmenden Geschäfte präsentierten Mode für sie und ihn, Accessoires sowie Genussvolles für den Gaumen. Die Stimmung unter den Besucherinnen und Besuchern war bestens. Und immer einen Besuch wert ist die Gärtnerei Fortin. Neben floristischen Highlights wurde auch musikalisches dargeboten. So verführten diesmal der La Musica Chor und die Zechner Sisters Leonie und Sophia mit ihren besinnlichen Klängen. Perfekte Einstimmung auf eine ruhige Zeit. Weihnachten ist nicht mehr weit und so wie die Kleinen haben auch die großen Wünsche. Am Wunschzettel, es wäre schon vermessen zu sagen, nur Gesundheit, nein, am Wunschzettel steht, dass sich die Menschen vertragen, dass wir ein bisschen mehr Zeit für Miteinander nehmen und die materiellen Werte ein bisschen in den Hintergrund schieben. Advent, Advent, die zweite Kerze brennt.